Ein ganz herzliches Hallo. Weihnachten 2012, die Erde besteht noch und wir können ein wunderbares neues Fest der Liebe feiern. Dieser Weihnachtsglücksbrief hat einen ganz besonderen zusätzlichen Anlass, denn ihr bekommt ein Geschenk mit diesem Weihnachtsglücksbrief und darüber freue ich mich ganz persönlich. Tagtäglich sind wir in der äußeren Welt unterwegs. Wir versuchen letztendlich unseren Mann oder unsere Frau zu stehen, unsere Mutter oder unseren Vater zu sein. Wir versuchen das Beste zu geben, was wir können, um ein erfolgreiches, glückliches, zufriedenes, gesundes, sportliches, angenehmes, harmonisches Leben zu haben. Doch all das ist nicht ganz so leicht, wie die meisten von uns wissen. Und es geht immer wieder darum zu gucken, was kann ich tun, um letztendlich mich in irgendeiner Form zu verbessern, zu optimieren, um mich in irgendeiner Form mit diesem Leben angenehmer auseinanderzusetzen, dass ich es so nehmen kann, wie es ist beispielsweise. Und das hat etwas mit diesem Weihnachtsfest zu tun. Denn wir haben ja Weihnachten immer wieder, alle Jahre wieder, das Fest der Liebe. Und Liebe ist ein großes, geflügeltes Wort, das wird für die verschiedensten Dinge eingesetzt und die, die mich kennen, wissen, dass ich über dieses Thema sehr gerne spreche, weil ich glaube, dass wir gar keine große Ahnung haben von Liebe. Denn Liebe hat doch in der Tat etwas damit zu tun, dass wir etwas so, wie es ist, lieben, ohne eine Bedingung daran zu stellen. Aber wer hat das schon kennengelernt? Und dieses Fest der Liebe, dieses Weihnachtsfest der Liebe, ist natürlich wieder meine wunderbare Möglichkeit. Viele treffen ihre Familienmitglieder, tatsächlich Liebe zu praktizieren. Also nicht scheinheilige Liebe, sondern Liebe zu praktizieren. Einfach mal zu versuchen, die Menschen so, wie sie sind, zu sehen, anzunehmen, zu lieben. Doch es ist nicht einfach. Warum ist das eigentlich so schwer? Ich gebe euch den Schlüssel dazu. Der Schlüssel dazu ist ein ganz einfacher, denn es geht darum, wie ihr mit euch selber umgeht, wie ihr euch selber seht. Liebt ihr euch? Liebt ihr euch wirklich? Stellt euch vor den Spiegel. Stellt euch nackt vor den Spiegel. Stellt euch zu Weihnachten mal nackt vor den Spiegel. Praktiziert doch mal das Fest der Liebe mit euch selber und beginnt euch tatsächlich liebevoll zu umarmen. Ja, knuddelt euch mal. Liebt eure Falten, liebt euren Körper, liebt eure Kurven, wie auch immer sie aussehen. Und beginnt bei euch persönlich, all das mal anzuschauen, was ihr euch vorwerft. Was ihr an euch anders haben wollt, was ihr letztendlich hasst an euch, was euch abschreckt an euch, was ihr verstecken wollt vor anderen beispielsweise, wo ihr nicht hingucken wollt, selber nicht hingucken wollt. All die Dinge, die ihr nicht sehen wollt an euch, sind Lieblosigkeit. Und was ist Schöneres als zum Fest der Liebe, sich selber auch mal diese Liebe zu schenken. Das größte Geschenk, was ihr euch machen könnt, mit Sicherheit für euer Leben, für eure Resonanz, für euer gutes Gefühl, für eure Gesundheit, für euren Geist, für eure Offenheit und Weiterentwicklung ist, euch selber in den Arm zu nehmen. Wie oft sucht man nach Menschen, die das tun, die einen in den Arm nehmen und sagen, Mensch, ach, ich liebe dich genau so, wie du bist. Aber wir alle wissen, zumindest viele von uns wissen, dass wir das niemals erleben können, wenn wir nicht bei uns selber beginnen. Und deswegen ist dieses Fest der Liebe wieder mal ein wunderbares Fest der Liebe, denn wir können diese Liebe für uns selber und mit uns selber praktizieren. Vor dem Spiegel, am Essenstisch, mit den anderen, wenn wir spüren, wie sie uns vielleicht nerven, wie sie uns antriggern, wie wir vielleicht gar keine Lust haben, da zu sein, wo wir sind. Ich meine, schlimm genug, dass wir das tun, aber dann auch noch da sitzen mit Widerstand, unangenehm. Da bleibt einem der Weihnachtsbraten manchmal im Halse stecken. Deswegen dreht doch den Spieß einfach mal um, macht es ein bisschen anders, sagt, das ist gerade genau richtig, so wie es ist. Ich liebe es, so wie es ist. Versucht es einmal und findet auf diesem Weg Dinge heraus, die wirklich liebenswert sind. An euch selber, an euren Mitmenschen, an eurer Familie, an den Freunden, Bekannten, an all den Menschen, mit denen ihr dieses Fest verbringt. Denn wir haben es hier in unseren Lebensbereichen, in unseren Zivilisationen wirklich gut. Wir leben auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben die Möglichkeit, uns über solche Sachen Gedanken zu machen. Wir haben die Möglichkeit, etwas in uns zu transformieren, wo auf anderen Ebenen dieser Erde oder in anderen Ländern dieser Erde noch gehungert wird und um die Existenz gekämpft wird. Wir dürfen sehr dankbar sein, dass wir uns mit diesem großen, geflügelten Thema Liebe auseinandersetzen dürfen. Und vielleicht beginnen wir genau deswegen, jetzt zu diesem Fest einmal damit, bedingungslos zu lieben. Ohne Erwartungen,
ohne Vorstellungen. Einfach das, was ist, anzunehmen, so wie es ist. Beginnen wir bei uns. Und ich habe euch in diesem Weihnachtsbrief ein Geschenk versprochen. Und ihr findet als Download hier etwas ganz Besonderes für euren eigenen Weg. Es ist sozusagen das Opening der Dinge, die auch im nächsten Jahr sehr entstehen werden, die euch unterstützen werden, die euch inspirieren werden auf eurem Weg. Ihr werdet eine Heil- und Visionsreise hier finden, eine Reise in die innere Welt. Was soll die innere Welt? Na, ganz einfach. Wir verbringen den ganzen Tag in der äußeren Welt und wundern uns, warum sie nicht ganz so ist, wie wir uns das wünschen. Da fehlt es da, da fehlt es hier, da fehlt es dort. Und das Ganze liegt daran, weil das ein Spiegel ist, diese äußere Welt. Und wenn wir diesen Spiegel verändern wollen, diesen kollektiven Spiegel, den wir jeden Tag erleben, dann müssen wir uns nach innen wenden. Viele von euch kennen meinen Spruch, wer nicht nach innen geht, geht leer aus. Und deswegen für euch zu Weihnachten ein sehr wertvolles Geschenk. Macht diese Reise ruhig öfter, denn eure innere Welt verändert sich immer wieder. Es ist eine spannende Erfahrung zu machen. Diese innere Welt kann, wenn ihr wollt, euer Wegbegleiter sein zu eurer Transformation. Ein Wegbegleiter, der euch heraushelfen wird aus den Themen, wo ihr in Angst seid, in Schuld, wo ihr in Schamgefühlen feststeckt, wo ihr in Wut feststeckt, was alles ganz normal und menschlich ist. Aber wir alle wissen, es tut uns nicht gut, es ist ungesund und es hat eine fürchterliche Resonanz. Darum liebt euch selber, macht eure erste Reise in die innere Welt, lernt euren Garten kennen, lernt euer inneres Haus kennen, lernt die Räume kennen, die wir meistens nicht anschauen wollen und lernt natürlich auch die Räume oder den Weg schon mal vorab kennen. Zu eurer Vision, zu eurer Größe. Denn das ist das, was ich mir für euch alle wünsche. Ich wünsche mir für euch alle zu Weihnachten, dass ihr eure Größe erkennt, dass ihr euer wahres Sein, eure Vision und das, was in euch steckt, das ganze Potenzial wirklich nicht nur entdeckt, sondern auch entfaltet und leben könnt. Das ist mein Wunsch für euch. Möge euer Weihnachtsfest gesegnet sein, möge eure Familie gesegnet sein und möge euer ganzer weiterer Weg gesegnet sein. In diesem Sinne, wir hören bald voneinander. Es gibt eine tolle Neujahrsansprache und auch ein weiteres tolles Präsent, eine gute Überraschung für das kommende Jahr. Lasst es euch gut gehen, frohe Weihnachten. Bis dann, euer Christian. Tschüss.